F9. Okay, ich lasse jetzt mein Pferd mal da, weil ich möchte nicht, dass das stirbt, war immerhin teuer. Und dann kümmere ich mich mal um die Jungs hier auf dem Schrein. Und ich befürchte, dass, naja, mir reichen dieses Eisengrab auf alle Fall, Eisenhügel-Dings da auf alle Fall noch, weil ich das auf jeden Fall erreichen will. Und ich weiß jetzt schon, dass ich dann mal die Heilung hier auf links lege und nicht den Angriffszauber. Ich könnte natürlich auch meine Schreie benutzen, habe ich auch nicht dran gedacht. Was habe ich eigentlich für ein ausgerüstet? Ich möchte den Feueratem ausrüsten, bitte. Ups. Ja, Wölfe. So, kurzen Prozess hier. Gibt es da irgendwie eigentlich eine Hilfeleiste von dem Pferd? Oder kann man es irgendwie heilen? Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Wäre mal interessant. Wenn es einer weiß, bitte sagen. Jetzt kommen wir wieder in die schneebedeckten Gebiete hier. Speichern wir nochmal. Jetzt wird gleich wieder schneien. Ja gut, noch nicht. Aber wenn man... Was zum Teufel? Ach, die Spinne. Stirb, Spinne. Ekelhaft. Neue Stufe. Läuft. Gleich mal aufsteigen lassen. Ich nochmal die Gesundheit. Ich erhöhe nochmal die Gesundheit. Bitte Deutsch. Kann ich jetzt hier Kampfhaltung verbessern? Nein, irgendwie nicht. Muss ich, warum kann ich das nicht verbessern? Irgendwie doof. Mit zwei Waffen bringt mir gar nichts. Das bringt mir noch weniger. Mal die Wiederherstellungsmagie ein bisschen aufleveln. Dass wir fürs Heilen nicht mehr so viel Mana brauchen. Pferd, komm mit. Ich möchte dich da nicht in der Prärie rumstehen lassen. Ich hätte es in Weißlauf lassen sollen, das Vieh. Hier wollte ich rauf. Also in die Richtung. Und da vorne ist wieder dieser Hain, wo uns der Wolf erwartet. Deswegen lasse ich mein Pferd jetzt gleich mal hier. Oh yeah. Der war schwach, der Move irgendwie. Warum hat der einen Granatring dabei? Naja, ich frag lieber nicht. Und dieser Hain hier scheint mir irgendwie gefährlich zu sein, weil da ja dieses Teil auftaucht. Ach, da geht's irgendwie rein. Stirb, Zweigling! Nicht heilen! Sterben! Na geht doch. So. Jetzt muss ich mich kurz heilen. Wo geht's hier rein? Schleierhainhöhle, aber das machen wir später. Ist irgendwo noch ein Feind. Oh, eine Spinne. Oh, ich wurde vergiftet. Ah, verdammt, ich habe nicht aufgepasst. Scheiße. Ist jetzt doof. So, muss man halt nochmal anfangen zum Reiten hier. Naja, ihr kennt es ja, dass ich immer das verpeilte Speichern. Au! Arschlochspinne! Wo ist die? Da! Ist? Du Scheißspinne! Kack auf das Pferd, ey! Behindert mich immer bloß! Behindert immer bloß irgendwie. Lass das jetzt hier liegen. Jetzt so doof. Bin ich ohne Pferd irgendwie schneller? Auch nicht schon wieder. Da war schon wieder ein Drache. Was nicht unbedingt was Gutes verheißt. Stirb, Eiswolf. Irgendwie ist dieser Finishing Move unspektakulär. Hm.
Naja. Was habe ich jetzt eigentlich als Heilung habe ich drin? Gut. So, jetzt töten wir das Vieh nochmal. Wenn sie das nicht mal heilen würde, ne? Aber ist eh tot jetzt. Och nö, nicht schon wieder. Der hat aber gerade was anderes hier angefackelt. Ich befürchte, der wird bald wiederkommen. Nee, ich heile mich erstmal kurz. Da ist er. Und jetzt wieder Frostbiss, aber einen anderen Schrei. Ich glaube nicht, dass dieser Feueratem vor allem. Feueratem gegen den Drachen was hilft. Komm her, Drache. Komm her. Putt, 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 putt. Oh mein Gott. Ist ein Feuerdrache, merke ich gerade. Die Spinne auch noch. Nein! Schnell laden. Das hätte nicht funktioniert. Scheiße. Ja, jetzt habe ich mein Pferd auch wieder. Ich reite jetzt hier einfach durch. Der wird mir zu doof. Ich hoffe, der Drache greift nicht wieder an. Oder ich reite einfach mal da lang. So viel zum Thema, der Drache greift nicht an. Ich fürchte, dass wir uns dem früher oder später so oder so stellen müssen. Also, ja. Wo ist der jetzt hin? Der ist irgendwie den Berg rauf. Und ich befürchte, der wird bald wieder auftauchen. Oh, Riesen. Und Drachen. Hallo Riese. Sind die aggro? Nö, sind nicht aggro, gut. Wenigstens schon mal was. So, jetzt muss ich mal schauen. Da ist irgendwie ein Grab. Ist irgendwie ein Hügelgrab, da wo der Drache gerade weggeflogen ist. Ich hoffe, der hat uns nicht gesehen. So, wie zum Thema. Da ist er. Mein Pferd ist mir jetzt egal. Ich kaufe mir keins mehr. Ups, wollte ich gar nicht. Dieser Weg scheint sicherer zu sein. Ich speichere hier mal. Dann schauen wir mal, ob hier irgendwie... Da ist auch nochmal irgendwie ein Hügelgrab oder so. Scheint also ein... Ach, da ist ein Haus. Ist ja cool. Was ist hier oben los? Zum Nachttor. Ist das eine Schenke? Das ist eine Schenke. Oh na, klasse. Ja, dann können wir uns wenigstens schnell hierher teleportieren, wenn wir das mal brauchen. Ich speichere mal. Und dann geht's mal weiter nach oben. Hier sind Mammuts im Übrigen. Habe ich gerade so festgestellt. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ich weiß nicht, ob es da lang geht, aber es scheint jedenfalls so. Frieren wir mal die Ziege ein. Oh, ja, Entschuldigung, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, wahrscheinlich nur gehört, dass mir gerade mein Antivir-Notifier entgegengeploppt ist. Das war jetzt ein bisschen doof und ungeplant. Ich schaue mal kurz auf die Map. Umgebungskarte, ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Schauen wir mal. Wir müssen unsere Kräfte sammeln. Wer weiß, was uns da drin erwartet. Wer seid ihr? Wir sollten dort drin sein und Schätze einsacken. Aber das Sensibelchen hier findet, wir sollten noch warten. Kommt bloß nicht auf dumme Ideen. Wir waren zuerst hier. Was erwartet ihr dort drin zu finden? Gold? Silber? Vielleicht Edelsteine? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Was geht hier vor? Es ist mir egal, was Bem sagt. Es ist höchste Zeit, dass wir dort hineingehen und unser Glück machen. Ich weiß nicht, was ihr denkt,
Aber ich gehe jetzt hier rein, Jungs. Nicht ohne uns. Kommt, Bimja, wir gehen. Du, Salma, wir sind nicht allein. Ihr könnt uns nicht so leicht abschütteln. Ach, da geht's rein. Sehen wir nach, was hier ist.